Der Bund wird dieses Jahr insgesamt vom Bundestag das Recht erbitten, 218,5 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen zu können. Wir hatten im Frühjahr, als wir das erste Mal darüber entschieden haben, um 156 Milliarden Euro gebeten. Das wird jetzt mehr. Wir steigern gewissermaßen die Nettokreditaufnahme gegenüber dem ersten Nachtragshaushalt nochmal um 62,5 Milliarden Euro. Finanzminister, der Minister der Finanzen, Herr Olaf Scholz und Staatssekretär. Das ist eine Menge Geld und das, glaube ich, muss man bei dieser Situation auch immer sagen. Wir halten das für absolut richtig. Wir glauben, die Größe ist richtig bemessen. Weniger wäre nicht genug. Wenn Sie sich das im Vergleich mit anderen Ländern anschauen, dann werden Sie sehen, dass wir natürlich dadurch die Schuldenquote steigern werden auf 77% nach den Berechnungen unserer Wirtschaftsleistung. Das ist aber verkraftbar. Da werden viele sogar vor der Krise mehr Schulden im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung gehabt haben, als wir am Ende der Krise haben. Und deshalb ist es sehr, sehr, sehr plausibel, dass wir es auch hinbekommen, nach der Krise diesen Schuldenstand wieder zu senken und dass wir durch die Fördermaßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, auch das Niveau erreichen, das wir dazu brauchen.